Täglich erreichen uns Anrufe aus der gesamten Bundesrepublik. Es geht um Termine für Entfernung von Rachenmandeln oder Schlitzung der Trommelfelle. Bei den Rachenmandeln handelt es sich um Adenoide oder Polypen im Volksmund genannt. Das Schlitzen der Trommelfelle bewirkt, dass Wasser aus den Ohren abgesaugt wird und unsere Kinder wieder besser hören können. Es betrifft kleine Kinder, meist im Alter von 2 bis 6 Jahren, bei denen diese Operation durchgeführt werden muss. Und wenn diese Operation nicht durchgeführt wird, kann das zu schwerwiegenden Entwicklungsschäden der Kinder führen, bis hin zu Sprachschwierigkeiten. Sie können nicht mehr atmen, es kann zu Komplikationen führen. Deswegen ist es so wichtig, diese Operation durchzuführen in allen ambulanten Bereichen, in allen ambulanten Operationszentren, in allen Kliniken. Sie muss nur ausreichend vergütet werden. Und unsere Kapazitäten sind inzwischen auch erreicht. Unsere Wartezeiten betragen mehr als ein halbes Jahr. Diese Petition richtet sich an den Bundesgesundheitsminister mit der Forderung, diese Operationen wieder auskömmlich zu vergüten. Es sind nur 2 Klicks, aber diese können unseren Kindern sehr helfen. Bitte unterschreiben Sie diese Petition. Danke.